Jesus spricht über die Ehe und geistige Partnerschaft. 19. Oktober 2014. Worte von Jesus an Schwester Claire. Heute Abend möchte er das Thema Ehemann und Ehefrau ansprechen. Dies ist eine wichtige Angelegenheit, da unser Erfolg oder Scheitern in der Ehe und im geistigen Leben von dem Verständnis der göttlich-geistigen Ordnung der Dinge abhängt. Ich muss sagen, dass ich eine sehr rebellische Frau war. Ich habe meinen Ehemann oder die Männer im Allgemeinen nicht geehrt in meinem Leben. Ich habe Männer immer als gleichgestellt betrachtet. In einem gewissen Sinn sehe ich nichts Falsches darin. Paulus sagte, da gibt es weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle eins im Messias. Galater 3,28. Gott hat jedoch den Mann zum Schutz und als Absicherung für die Frau in der Ehe bestimmt. Dies ist eine prophetische Botschaft und dies sind die Worte des Herrn. Am Ende der Botschaft werde ich über die Art sprechen, wie ich meinen Ehemann entehrt habe. Der Herr begann: Claire, ich möchte, dass du diesen Bereich des Schutzes und der Wahrnehmung in der Ehe ansprichst. Es ist mir ernst damit. Ich weiß, dass du zurückhaltend bist, aber ich brauche dich, dass du mir vertraust. An jenem Punkt holte ich mein Buch Bibelverheißungen, um sicherzustellen, dass ich im Geist bin und nicht in meinem Fleisch. Ich öffnete bei Heiliger Geist. Einige von euch mögen lachen, dass ich diese Prüfungsmethode nutze, aber es funktioniert bei mir. Unser Leben ist sehr ungewöhnlich im Sinn, dass es Früchte trägt, was es nicht tun würde, wenn wir nicht sehr wachsam gewesen wären darin, was der Herr tun wollte, und dann seinem Willen gehorcht hätten. Meine Methode, die Bibelverheißungen und die Bibel zu nutzen und andere Prüfungsarten, ist das, was uns in die Erfüllung unseres Lebens und unserer Mission geführt hat. Der Herr fuhr weiter. Viele Frauen sind ihren Männern voraus. Das ist die Natur der Welt und der Dinge. Aber viele sehen nicht, was dahinter ist. Was ich damit meine, ist, sie sehen nicht mich in ihren Männern. Wie kann man nähren, was man nicht sieht? Sie suchen nach einem Märchenbuchriesen oder einem geistigen Riesen. Wenn ich aber den Demütigen und Verborgenen bewohne, die Männer sind schnell eingeschüchtert von ihren Frauen. Sie lassen jenen Zustand nicht immer durchblicken, aber sie sind es, ich garantiere es euch. Einschüchterung zwingt einen Mann, sich zurückzuziehen und den Boden aufzugeben, von welchem er ahnt, dass er ihn einnehmen sollte. Die Pflichten eines Mannes in der Welt halten ihn beschäftigt, für seine Familie zu sorgen. Wenn er nach Hause kommt, ist er müde und das letzte Ding, was er tun will, ist in die Zeit mit mir einzudringen. Er sieht seine Frau, wie sie die Führung übernimmt, teilweise, weil sie die Zeit hat, sich damit zu beschäftigen und zu beten. Er weiß, dass er damit nicht konkurrieren kann. Und er tritt in den Hintergrund. Und er tut das, was am einfachsten ist für ihn. Ich mache mir mehr Sorgen um ihn, weil dieses Muster des Aufgebens schädlich ist für seine Beziehung zu mir und zu seiner Frau. Sie wächst und er steht still. Außer, wenn er ein sehr ungewöhnlicher Mann ist mit einem starken Verlangen nach mir. Diesen Ladies muss ich sagen, einen verlorenen Mann zurückzugewinnen, ist eine Kunst. Es ist eine heikle Aufgabe,
die viel Selbstprüfung erfordert von einer Frau und viel Unterwerfung und viel Arbeit. Ich antwortete, du meinst, wir sollen unsere Worte und im Endeffekt unsere Haltung betrachten? Er antwortete, das ist richtig. Worte sind bloß eine oberflächliche Bekundung einer Herzensgesinnung. Mein Rat an alle Frauen, die sich darin wiederfinden: Seht mich in eurem Ehemann und pflegt mich, damit ich ihn dominieren kann. So ist es für mich sicher, hervorzutreten und die Führung zu übernehmen. Du weißt, was du durchgemacht hast, und du kannst einiges davon nachher teilen. Du meinst meine Kämpfe, die ich hatte, gewisse Dinge auf meine Art zu tun? Jesus antwortete, ja, und mit anderen Dingen, wie heimliche Kritik. Kleine Füchse, die am Ego eines Mannes nagen. Dinge, die du nicht laut sagst, aber er nimmt es wahr in deiner Haltung gegenüber ihm. Ich weiß, dass du immer noch damit kämpfst und ich helfe dir, aber weil es frisch ist in deinem Gedächtnis, hast du etwas Solides, das du mit ihnen teilen kannst. Erinnere sie daran, dass Dämonen 24 Stunden, 7 Tage arbeiten, um die männliche Ehre zu untergraben in der Familie und übrigens auch in der Welt. Das ist es, warum Männer so anfällig sind für Ehebruch. Da kommt eine Frau vorbei auf der Arbeit und lässt ihn 3 Meter groß fühlen. Er kommt nach Hause und seine Frau macht eine Bemerkung darüber, dass er seine Schuhe in der Mitte des Raumes liegen ließ. Es ist nicht nur jene Bemerkung, es ist die Summe an Bemerkungen über 20 Jahre, die einen Ich-bin-schlecht-Knopf generieren in seinem Herzen. Berühre ihn nur ganz leicht und all die anderen Bemerkungen kommen auch hervor und er fühlt sich selbst schlecht. Du hast Glück, du hast einen empfindsamen Mann geheiratet, also kannst du diese Dynamik direkt offen sehen. Die meisten Männer verbergen es mit einer hässlichen Bemerkung zurück oder sie ziehen sich zurück in ihr Fernsehprogramm oder in den Sport oder in die Läden. Du fragst, warum die Dämonen so darauf aus sind, einen Mann zu entehren. Weil der Mann die Absicherung und der Schutz ist. Dies ist die korrekte Ordnung. Wenn sie der Situation nicht gewachsen sind, können die Dämonen eine Frau sieben und sie in die Irre führen. Sie dringen in ihre Gebetszeit ein und verleiten sie zu falschen Worten. Sie führen sie in ein fruchtloses Unterfangen und schlussendlich überzeugen sie die Frau, dass sie einen geistigeren Mann braucht. Die Kinder bekommen alles mit und dieses respektlose Benehmen wird wiederholt in ihrem Leben. Es ist also ein erniedrigender Zyklus für die Männer, der weitergeht in die nächste Generation. Der Mann hat ein sehr sensibles Verständnis für Ordnung. Sehr oft arbeite ich durch ihn, um zu erkennen, dass etwas nicht stimmt, aber weil er Kahns Zorn fürchtet oder jedes andere bedrohliche Verhalten, ist es bequemer, es schlittern zu lassen. Und wie es schlittert, hinunter, hinunter und noch weiter hinunter. Dies ist so an den Orten, wo das Leben mit den geistigen Erkenntnissen der Frau geführt wird, ohne Oberhaupt. Außer vielleicht andere weibliche Freunde, die auch so leben. Das ist für sie auch keine Hilfe, es ist wie wenn der Blinde den Blinden führt. Ich habe jenen Mann an jenen Ort gesetzt, um die harten Dinge anzusprechen und den Dingen gegenüberzutreten, die fragwürdig sind. Aber weil er nicht mit den Reaktionen der Frau umgehen will, seien es Tränen oder Missbilligung,
lässt er es schlittern, bis er nutzlos ist als Absicherung für seine Frau und um sie zu beschützen. Dieser Lehrgang ist nicht für alle, nur für jene, die willig sind, sich selbst zu demütigen und eine gute Ehe zu führen. Ich sage euch, Ladies, ich werde eure Männer in Wegen nutzen, in welchen ich niemals in der Lage sein werde, euch zu nutzen. Das ist es, warum ihr verheiratet seid, nicht nur um Kinder zu bekommen und ein sicheres Zuhause zu haben, sondern um ein heiliges und produktives Leben zu führen, gelebt in Wahrheit und nicht in Täuschung, und um heilige Nachkommen zu produzieren. Bei Adam und Eva könnt ihr dies sehen. Adam wusste, dass es falsch war, von dem Baum zu essen. Aber er fühlte sich wohl, selbstgefällig, und er wollte keinen großen Streit mit Eva anfangen, und darum machte er mit. Ihr Männer seid nicht so stark, wie ihr zu sein scheint. Muskeln und stark sein sind nicht gleichbedeutend. Stark zu sein bedeutet, vorauszudenken und gute, starke und solide Entscheidungen zu treffen, selbst wenn sie gegen das laufen, was eure Frau will. Stark bedeutet, okay Herr, ich bin willig, Streit und Schmerz zu ertragen, der sich daraus ergeben wird, wenn ich mich meiner Frau widersetze, dem, was sie will und was sie fordert und so weiter. Ich stehe zu dem, was ich glaube und auch, dass du mich führst, unabhängig davon, was es kostet. Das ist ein starker Mann. Das bedeutet nicht, sie zu schlagen oder zu beschimpfen. Nein, das ist für Weicheier und nicht für einen echten Mann. Liebt eure Frau, wie ihr euch selbst liebt, denn wie gut euer Leben verläuft, hängt davon ab, wie ihr eure Frau behandelt. Ich führte euch nicht zusammen, damit ihr harsch und gemein seid zu ihr. Wenn ihr das tut, könnt ihr erwarten, dass die Welt euch die gleiche Behandlung zukommen lässt. Ich führte euch zusammen, damit ihr einander liebt und tut, was richtig ist. Also werdet ihr sie mit eurer Geduld und Ausdauer überzeugen. Im Übrigen, Ladies, ein Mann muss nicht geistig sein, gemäß eurer Definition, um meine Wege zu hören und meinen Willen für eure Familie zu erkennen. Ich pflanze es tief in ihn hinein. Ja, es ist wunderbar, wenn er es ausfindig macht in der Schrift. Aber das ist nicht der entscheidende Faktor. Ob er geistig geführt ist. In vielen Fällen wird er ein Gefühl tief im Innern empfinden und eine Überzeugung über etwas, weil ich in ihm es ihm schenkte. Sogar ohne die Fallen von Bibelstudium, Mittwochabendgottesdienst oder auch Sonntagsgottesdienst. Ich wohne in ihm und was fehlt in eurer Ehe ist, dass ihr mich nicht ehrt in euren Männern. Schaut, ein Mann wird zur Seite treten, wenn eine Frau ihn mit einer Gabe übertrifft. So viele Männer haben genau das getan und sie haben das Steuer abgegeben an dasjenige, welches alle Antworten zu haben scheint. Also mache ich einen formellen Aufruf an alle, die diese Worte hören. Ehrt mich in eurem Mann. Unabhängig von seinem geistigen Zustand. Wenn ihr dies tut, werde ich meinen Teil ausführen und ihn dazu veranlassen, groß zu stehen. Es wird Zeit brauchen und es wird nicht über Nacht geschehen, aber ihr werdet sehen, wie sich verschiedene Verantwortungsschichten anheben. Baut ihn auf und zeigt ihm meine Liebe, nicht eure. Meine Liebe reicht über Schuhe in der Mitte des Bodens oder über zerknüllte Tücher neben der Dusche hinaus. Demütigt euch selbst und betrachtet es. Macht eine mentale Liste von allen Dingen, wo ihr eure eigene Meinung bevorzugt
eure eigene Absicht und eure eigenen Wege. Beobachtet euch selbst in den Tagen, die kommen. Tragt euer Kreuz. Ihr seid zum Teil verantwortlich für seine Passivität gegenüber mir. Also leugnet euch selbst, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir, was sich in einer wunderbaren Ehe auswirken wird. Die Ehe, die ihr hättet haben sollen und immer wolltet. Ich kann dies tun, wenn ihr kooperiert. Diese Instruktionen sind für jene von euch, die mit dem richtigen Mann verheiratet sind. Wenn ich euch nicht zusammengebracht habe mit diesem Mann, könnt ihr trotzdem wachsen in Demut und ich werde ihn zu meiner Zeit entfernen. Bis dann werdet ihr heiliger und inniger werden mit mir und ich werde ein Ehemann sein für euch. Euch wird es nicht an echter Gemeinschaft fehlen. Denkt daran, Stolz ist die Wurzel dieses Übels und er kann nicht eingehen in den Himmel. Also, meine Gesegneten, fürchtet Erniedrigung und Demut nicht. Es ist nur euer Stolz, der leiden wird und das ist ein Bonus für euch. Was ich jetzt mit euch teilen will, sind einige Arten, wie ich meinen Mann entehrt habe. Ihr könnt dies mit euren eigenen Wegen vergleichen. Da sind viele weitere Beispiele, diese sind mir einfach in den Sinn gekommen. Zum Beispiel, er möchte mit mir einen Spaziergang machen im Park. Doch ich bin zu beschäftigt mit meiner Arbeit, mit meinen geistigen Dingen oder mit anderen Dingen, damit ich später Zeit habe für meine geistigen Dinge. Und darum lasse ich ihn hängen. Ich habe dies getan und es war falsch. So ehrt man ihn nicht. Ein anderes Beispiel ist eine Entscheidung zu treffen, um zum Dinner auszugehen. Ich beharrte auf meinem eigenen Weg in der Vergangenheit. Welchen Film sollen wir ansehen? Ich habe meine Meinung deutlich kundgetan, anstatt ihn zu fragen, was er möchte, und ihm nachzugeben. Weitere Beispiele. Die Art zu ehren, wie die Dinge in seinem Privatbereich angeordnet sind, in seinem Büro, seinem Laden oder Badezimmer. Nicht Sachen zu verschieben oder ein Durcheinander zu hinterlassen oder zu putzen bis zum Punkt, wo alles am falschen Ort steht oder liegt. Ich habe dies getan. Ihn zu ignorieren, wenn er möchte, dass ich mir ein bisschen Zeit nehme für ihn. Wenn ich so sehr in meine eigenen Sachen und Pläne verwickelt bin, dass ich denke, dass es mir nicht möglich ist, es beiseite zu legen, und zum Schluss schicke ich ihn allein nach draußen. Das habe ich auch getan. Ich ließ ihn Kleider tragen, in welchen er sich nicht wohlfühlte. Ich bestand darauf, dass er so und so aussieht, wenn wir rausgingen. Anstatt ihm einen sanften Stupser zu geben, Liebling, ich möchte heute Abend etwas Besonderes tragen für dich, oder ich liebte jenes grüne Shirt wirklich, das du kürzlich getragen hattest. Das klingt anders, als ihn sich hässlich oder eingeschüchtert fühlen zu lassen. Ein anderes Ding, das wir tun können, ist Dinge zu besorgen, welche er gerne isst, wenn wir einkaufen gehen. Ich kann es jetzt gerade hören, wie einige von euch sagen, oh Claire, ich bin dir weit voraus, ich mache all diese Dinge schon. Und ich sage zu euch, bravo! Sucht auch andere Wege jenseits eurer Routine, um ihn zu ehren. Fragt ihn zum Beispiel nach seiner Meinung und folgt ihm dann. Lasst ihn Tag für Tag fühlen, dass seine Vorlieben euch wirklich wichtig sind. Lobt sein Aussehen oder seine Weisheit aufrichtig und immer wieder. Bemerkt immer, wenn er seine Schuhe weggeräumt oder sein Tuch zum Trocknen aufgehängt hat. Lasst ihn wissen, dass ihr es schätzt.
Sprecht ihn an mit: Liebling, würdest du bitte? Und wenn er es macht, sagt: Danke dir, du bist so rücksichtsvoll. Bemerkt die kleinen Dinge, die ihr als selbstverständlich erachtet habt, welche zeigen, dass er sich Mühe gibt, und lobt ihn dafür. Bittet den Herrn um mehr Liebe und Respekt gegenüber ihm und dass er euch zeigen soll, wo ihr stolz und hartnäckig seid. Bereiche, wo ihr lernen müsst, nachzugeben. Ich verspreche euch, der Herr wird es ehrlich tun. Da wird es Wendungen geben in eurer Beziehung und er wird zu euch kommen und fragen: Warum bist du so nett zu mir? Bittet den Herrn, es in euer Herz zu legen, damit ihr ehrlich sagen könnt: Schatz, ich habe dich als selbstverständlich angeschaut und ich habe es satt, die Dinge auf meine Art zu tun. Ich war egoistisch und ich möchte, dass du mehr zu sagen hast in unserer Beziehung, in Dingen, die wir zusammen tun und planen. Ich weiß, dass Gott echte Weisheit in dich gelegt hat. Ich brauche deine Weisheit und deinen Input und deine Absicherung. Wenn ihr in letzter Zeit etwas ziemlich vermasselt habt, nutzt dies als ein Geständnis für eure schlechte Beurteilung und wie sehr ihr seine Hilfe braucht. Ich glaube wirklich, dass wenn ihr ihm die Hand reicht und eure Schwäche zeigt, dass er sich der Situation gewachsen zeigt und stark sein wird für euch. Es kann eine gewisse Zeit brauchen und es könnte Wiederholungen brauchen, aber früher oder später wird er sich der Situation gewachsen zeigen. Ich erzähle euch, wie ernst der Herr mit mir war, kurz bevor er mich in den öffentlichen Dienst auf YouTube geschickt hat. Schaltete sich mein Computer plötzlich selbst aus und wurde schwarz. Nichts funktionierte mehr. Weder aufstarten noch sonst was. Schlussendlich gab ich auf unter Tränen und dachte: Oh du meine Güte, das war's mit meinem Dienst. Es war unmöglich, genug Geld aufzutreiben, um es zu reparieren. Überhaupt keine Chance. All die Lehrgänge, Lieder, Grafiken und Filmmaterialien, welche ich geplant hatte zu nutzen, alles weg. Ich hatte kein Arbeitsmittel, um den Dienst auszuführen, für welchen er mich ausgebildet und gerufen hat. Dies ist, was er zu mir sagte: Dein Dienst für mich ist absolut nutzlos, wenn du deinen Mann nicht ehrst wie mich. Ehre deinen Mann genauso wie du mich ehrst, sonst kann ich dich nicht nutzen, Claire. Das ist die nackte Wahrheit, Leute, und das ist, was er zu mir sagte. Ich war richtig niedergeschlagen, meine ganze Welt fiel zusammen, denn offen gesagt hat er mich für diese Mission 33 Jahre lang vorbereitet. Ich wusste, dass dies später in meinem Leben kommen würde. Hier bin ich nun an diesem Punkt und er hat mir so viele reichhaltige Dinge geschenkt, um sie mit anderen zu teilen. Und jetzt sagt er mir, dass all jenes Training und all jene Erfahrungen ihm nichts bedeuten, solange ich meinen Ehemann nicht ehre. Ihn wirklich ehre. Autsch. Für Tage war ich vor Kummer komplett gelähmt. Es war mehr Selbstmitleid als göttlicher Kummer, bis er anfing, mir zu zeigen, wie kontrollierend ich war. Ich war entsetzt darüber, was aus mir geworden war. Er sagte mir, dass er oft versucht hat, mich durch meinen Mann zu führen, aber er konnte nicht, weil ich ihn nicht ehrte. Zum Beispiel das Geschirr. Mein Mann wollte, dass ich mich von einigen Tassen, Tellern und Silberbestecken trenne, damit ich nicht immer so viel Reservegeschirr habe. Das hat immer seinen Tribut gefordert in der Nacht, mit meiner Fibromyalgie.
wenn ich eine Stunde am Spültrog verbrachte. Es laugt mich aus, bevor ich anfange zu arbeiten. Für viele Jahre bat er mich, dies zu tun, und über viele Jahre habe ich ihm widerstanden. Dann realisierte ich, was ich tat. Nach mehreren Jahren trennte ich mich von 2/3 unseres Besteckes und Geschirrs. Und schaut, der Abwasch ist ein 20-Minuten-Job anstelle von 1,5 Stunden. Es bewirkte einen großen Unterschied und der Herr wollte dies mit mir während all dieser Zeit tun. Aber weil die Küche mein Bereich war und ich dachte, dass ich wüsste, was das Beste ist, konnte er nichts machen mit mir. Der Herr versuchte, meinen Ehemann zu nutzen, aber in meinem Stolz wollte ich nicht zuhören. Zurück zum Computer. Nach 3 Tagen Dunkelheit, kein Wortspiel beabsichtigt hier, dachte ich, dass der Herr vielleicht Erbarmen haben würde mit mir, da ich aufrichtig Buße getan hatte. Vielleicht wird der Herr mir gnädig sein. Ich lief hinüber und hob den Deckel von meinem Computer hoch. Und auf einmal funktionierte er wieder tadellos. Das war vor einigen Monaten. Seitdem hatte ich keine Probleme mehr mit ihm. Es war offensichtlich, dass dies ein Akt Gottes war. Das ist, wie ernst es dem Herrn ist, dass ich meinen Mann ehre. All meine Gaben sind sinnlos für ihn, solange ich meinen Mann nicht ehre. Ihr Frauen mögt überhaupt nicht in dieser Situation stecken. Wenn ihr jedoch den kleinsten Hinweis einer solchen Haltung wahrnehmt in eurem Leben, wollt ihr vielleicht dieses Gebet mit mir sprechen. Herr, wir flehen dich an, verändere uns und zeige uns, wie wir unsere Männer unterdrücken und sie in den Schatten stellen und sie veranlassen, sich zurückzuziehen. Schenk uns die Gnade, unseren Stolz zu besiegen mit deiner Demut. Zeige uns unsere schiefen Wege und begradige sie. Bitte, Herr, schenke uns Mut und hebe unsere Ehemänner empor in die Berufung, die du für sie ausersehen hast, und hilf uns, ihnen eine echte Gehilfin zu sein, während sie erwachen gegenüber deinem Ruf. Hilf uns, sie aufrichtig zu lieben, zu ehren und zu respektieren, genauso wie wir dich lieben, ehren und respektieren. Herr, ich glaube, dass du dieses Gebet erhörst, denn ich weiß, dass dies dein Wille ist für uns. Amen. Ich lade dich herzlich ein in die Familie der Herzbewohner von Jesus. Den Link findest du unterhalb des Videos oder rechts oben auf der Webseite. Der Name des Blogs ist Heaven Talk für Herzbewohner. Wir freuen uns auf dich. Meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, Jesus bittet uns, seine Liebesbotschaften auf der ganzen Welt zu verbreiten. Wenn dein Herz auch bewegt ist von seinen Liebesbriefen und von seiner Bitte, danken wir dir in seinem Namen für die Mithilfe, seine Liebe und seine Liebesbotschaften den Menschen in deinem Umfeld näher zu bringen. Lasst uns seine Liebesbotschafter sein in dieser letzten Stunde, wo immer wir mit Menschen in Kontakt kommen. Die Liebe und der Segen unseres Herrn sei immer mit dir. In unserem Kanal findest du alle deutschen Botschaften, auch in Englisch, für den Rest der Welt. Lob und Preis unserem Gott und Erlöser, Jesus Christus, Yahushua HaMashiach.
Vielen Dank fürs Zuhören und alles Liebe für dich.